Zwei Teams, zwei Spieler, zwei Dimensionen, zwei Endbosse. Wer schafft es schneller, den Wither oder den Enderdrachen zu besiegen? Schwierigkeit an dieser Sache wird, dass wir nicht in der Overworld starten, sondern unsere Spawns ein bisschen anders aussehen. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr hiervon sehen wollt. Ganz viel Spaß mit diesem Video. Dimensionen-Battle. Fabo und ich sind im Nether, Heiko und Stegi im End. Ich gemeinsam mit Stegi gegen Fabo und Heiko. Welches dieser beiden Zweierteams wird es schneller schaffen, den Wither und den Enderdrachen zu besiegen? Wir starten in unseren Dimensionen bei 0 und können diese Dimension nie verlassen. Schreibt in die Kommentare, wer gewinnt. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei allen vorbei. Alle laden super viele Crafting-Elf-Videos hoch, deswegen schaut da unbedingt vorbei. Und es geht auf in 3, 2, 3, 2, 1. Auf geht es! Stegi, ich brauche alles, was du an Minecraft-Erfahrungen am Start hast. Wie fit fühlst du dich heute für den Enderdrachen? Ich bin sehr, sehr fit. Ich glaube, dass du heute Glück mit mir hast, denn ich habe einen guten Tag und ich werde dir richtig geilen Loot hier zusammenfarmen, sage ich dir. Alright, das ist genau das, was ich hören möchte. Logischerweise ist das Battle erst dann vorbei, wenn beide Endbosse besiegt sind. Das heißt, es kann auch ein Team in Führung gehen mit 1 zu 0, macht aber überhaupt nichts aus. Was aber erstmal was ausmacht, ist, dass Stegi kein Holz hat im End, deswegen habe ich dir schon mal 6 Logs reingepackt und du kannst direkt mal eine Spitzhacke machen oder eine Axt. Weil, Stegi, ich glaube, du brauchst an sich nicht super viel, um den Enderdrachen zu besiegen. Aber ich würde sagen, ich hole dir auf jeden Fall einen Bogen ran, dass ich halt hinbekomme mit Piglin Trading. Ich kann dir auch Pfeile geben. Und vor allem könntest du mir auch eventuell Looting 3 besorgen. Das fände ich unfassbar cool. Da bin ich auf dem Weg schon. Ich suche schon Cities. Das ist meine Hauptaufgabe erstmal, oder würdest du sagen? Würde ich sagen. Also, das wäre an sich die beste Sache, die du aktuell machen kannst. Ich habe hier auch direkt eine Bastion, die ich eigentlich auch zocken kann. Nur Problem ist, ich habe halt leider noch kein Eisen. Sollte ich irgendwie Goldblöcke dort sehen, kann ich die halt leider nicht looten. Es geht los! Es geht los! Oh mein Gott! Beweg dich! Heiko, du brauchst direkt Holz, oder? Ich brauche basically Tools, so gut es geht wahrscheinlich. Ja, ich würde halt eine Ding suchen gehen. Hier ist eine Bastion. Boah, okay, das ist huge. Nee, du brauchst kein Holz, du brauchst eine Holzspitzhacke. Nein, ich brauche gar nichts. Ich brauche höchstens Essen, damit ich traveln kann, so. Guck mal, was ist der Plan? Ich versuche, irgendwie ein Equip zu kommen für dich, mit Looting und sowas. Und du ist das Zeug, was ich brauche für den Ender Dragon, oder? Genau, also Bogen und das war's eigentlich. Bogen, Pfeile, so gut es geht. Dann mache ich mir jetzt ein Gold. Kann ich Gold abbauen mit Holzspitzhacke? Oh. Ja. Ich mache mir ein Goldpiece, dann gehe ich in die Bastion, hole mir Steintools, dann suche ich eine Festung. Oder nicht? Geil. Oder nicht? Ja, oder? Doch, klingt gut. Was würdest du sagen, wie schätzt du die Nahrungsquellen bei dir ein? Ich würde ganz gerne natürlich eigentlich Endermänner farmen, so ein bisschen, dass ich ein paar Enderperlen habe hier. Mhm. Und auch vielleicht für dich oder so. Problem ist aber nur, wir kommen ja nicht an ein normales Boot, oder? Das geht einfach nicht. Wir werden kein Boot bekommen, ja. Weil dann ist halt, glaube ich, so Endermänner-Fighten echt immer ein bisschen stressiger. Was bedeutet, ich bräuchte viel Essen. Und ich weiß nicht genau, wir sollten trotzdem echt ein bisschen vorsichtig sein, was Essen angeht. Oder so viel Damage sollten wir nicht immer bekommen. Weil das ist echt anstrengend bei dir. Ja, ich bin aktuell auf 3,5 Herzen. Oh. Ja, aber habe direkt mal... Oh mein Gott. Direkt das erste Essen. Das gefällt mir. Ich sag dir ehrlich, das ist hier das harte, taffe Überleben, weil nackig mit einer Holzaxt in einer Bastion, das ist auch, würde ich echt sagen, das ist schon was Extremes, was ich jetzt auch nicht so easy immer mache. Ich travel fleißig vor mich hin gerade und hoffe, irgendwann im Horizont eine City zu finden. Ja, also aktuell, du hast halt vielleicht ein bisschen den etwas langweiligeren, aber doch auch sehr, sehr wichtigen Part. Du musst halt die Endcities looten. Wenn du mir Looting 3 besorgen könntest, weil ich muss halt eben 3 Wither-Skelettköpfe ranholen und den Wither dann besiegen, das wäre halt schon unfassbar gut. Ich glaube, du brauchst eine Steinspitzhacke. Steinspitzhacke, Steinaxt? Ja, ja. Das wäre das Wichtigste für dich aktuell, oder? Geht so. Also ich glaube sogar, smarter, wenn jetzt sogar ein paar Blöcke durch dich so. Also ich weiß nicht genau, ich müsste halt Endstone-Dinges abbauen, was halt schon natürlich nicht so effizient ist. Aber ja, ich versuche halt nicht so viele Blöcke zu verwenden. Ja, verstehe. Ich hau dir aber erstmal Basic Equipment rein. Oh, das ist gut, Dankeschön. Ja, in der Zeit, ich kann schon mal farmen, das stimmt ein bisschen. Also ich sag dir halt auch ehrlich, also rein theoretisch kannst du auch direkt zu Enderdrachen gehen und den einfach töten und dann einfach Endcities ja danach auch looten. Das darfst du nicht vergessen. Du kannst mir, wenn du fertig sein solltest, ja auch jederzeit noch helfen und mich dann supporten, so wie du das für dich am sinnvollsten einschätzt. Und Basti lootet hier ganz fleißig die erste Bastion. Ich könnte dir direkt, Stegi mein Bester, 31 Pfeile und ein Crossbow geben. Oh, okay. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal die ganzen Crystals weg, denke ich. Und da, guck mal, dann in den Brunnen rein und ich wäre fast schon durch, oder? Also rein theoretisch, also
du kriegst das schon hin, damit auf jeden Fall zu arbeiten, glaube ich. Kann ich hier rein? Ist hier was? Oh ja. Oh, Heiko, jetzt könnte es krachen. Ich baue da auch super viele Blöcke irgendwann, ne? Also. Oh mein Gott, das ist geil. Ja? W-Guy. Okay, ich habe hier ein paar Penguins, mit denen ich traden kann. Jutsch. Ja, ich habe nicht genug Eisen für eine Eisenspitzhacke. Das ist schon mal nicht gut. Kommt noch. Oder hast du kein Gold mehr? Nee. Oh. Oh, wait, hier ist eine Kiste. Oh mein Gott, ist hier viel Essen. Okay, nee, ich kann Eisenspitzhacke machen. Und einen Eimer. Besser geht's nicht. Ist nichts. Absolute tote Hose. Boah, es ist halt echt krass. Also, ich find's immer so interessant, im Nether sich von null auf zu equippen. Ist nochmal so ein krasser Vibe. So, es ist so. Selbst so Kleinigkeiten, so eingebratenes Porkchop ist für mich halt einfach eine Menge wert gerade. Das ist echt unfassbar nice. Ja, und vor allem, wir dürfen auch nicht unterschätzen, wir haben ein sehr, sehr starkes gegnerisches Team. Also, Heiko und Fabo ist da schon eine sehr, sehr, sehr starke Konkurrenz, die wir da aktuell haben. Da dürfen wir uns eigentlich ehrlich gesagt nicht so viele Fehler erlauben. By the way, mal so zur zeitlichen Einordnung, während ihr dieses Video seht, ist morgen Craftech Start für uns. Ich glaube, während ihr das Video seht, ist schon für euch super viel Craftech-Zeit vergangen, aber für uns geht's morgen los. Das ist leider eine Bastion, die ich nicht so gerne spiele, deswegen würde ich echt einfach erstmal weiterziehen und mal gucken, ob ich eine stabile Festung finde, weil eine Festung in einem Source-and-Valley-Biom, das wäre natürlich auch das Beste. Ich glaube, für mich ist es auch sogar smart. Ich habe jetzt 14 Strings, ich könnte mir daraus ein Bett machen und ich werde jetzt einfach mal Blöcke sprengen, mein Bester. Technisch nicht. So. Ja, leider hatte ich Lava, deswegen nicht so viele Blöcke in der Sprengung rausgekommen. Aber das ist auf jeden Fall eine Methode. Wenn ich super viel Gold habe, viele Strings bekomme, kann ich dich auf jeden Fall gut versorgen. Oh, ich bräuchte jetzt so langsam sogar Food ein bisschen. Ich kann jetzt schon nicht mehr sprinten. Du könntest dir gerne das okay, mal... Ich habe aber die 7 rausgenommen. Genau, ich hab dir nochmal Fleisch gegeben zum Braten. Das kannst du dir auch okay. Erstmal. Heiko, ich will die ganze Zeit sprinten und dann geht's nicht. Und dann falle ich halt direkt so einen Block runter. Ich bin tot. Mein Micro ist kaputt. Boah, es kracht hier jetzt komplett. Kommst du wieder zu deinem Zeug? Ja. Weil ich muss halt erst Goldrüstung anziehen, ne? Ein Backpack war noch ein, oder? Oh mein Gott, Heiko, du bist der Beste. Geil, Mann. Ich hoffe einfach, ich finde gleich eine Festung irgendwo. Eine City. Boah, mit ganz viel Pech ist ein bisschen Stuff verbrannt. Eine richtige? Die ganze... Richtige ist hier nicht. Und fühlst du dich wohl im End oder wird es dir ein bisschen zu eintönig? Nee, gar nicht eintönig. Also jetzt renne ich gerade wieder. Ich hoffe halt einfach gleich for real die erste City Master zu finden. Das wäre halt wichtig. Und wenn du ich halt einen hab, dann versuche ich anhand den Koordinaten dann eben immer weiter zu traveln. Ja, halt ein Boot zu haben wäre unfassbar cool. Aber leider kann man sich aus Netherholz keine Boote craften. Das wird bestimmt super oft in den Kommentaren stehen. Aber Leute, probiert's gerne aus. Es wird nie funktionieren, auch wenn ich es mehrmals probiere. Boot wäre halt wirklich sehr praktisch, ne? Für uns beide sogar. Ja, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass es dann nicht so ist, nochmal ein bisschen interessanter und nochmal more challenging. Aber weißt du, was ich machen könnte, rein theoretisch? Piglins geben dir per Trading Wasserflaschen und ich kann die in den Cauldron reinmachen. Ich kann einen Eimer craften. Ich könnte dir einen Wassereimer besorgen. Okay, das wäre ja voll... Oh, stimmt. Oh, Longterm wäre das ist krass eigentlich, ja. Auf jeden Fall. Aber Eisen kannst du ja rein theoretisch auch besorgen, wenn du mal eine Entity haben solltest. Ich muss mich jetzt gerade durch den Nether hier ein bisschen bauen. Ich hoffe, dass ich hier auf jeden Fall noch was Stabiles sehen werde. Egal was, Festung, Bastion, irgendwie an Materialien. Wäre unfassbar geil. Ich habe dir nochmal einen Stack Netherrack reingepackt. Nimm dir ruhig raus. Oh, sehr gut. Das kannst du dir alles im Backpack kannst du dir momentan nehmen. Das ist alles deins. Ja. So. Was sehe ich hier? Ich sehe eine Festung in einem Soul Sand Valley. Boah, das ist gut. Aber ehrlich gesagt noch nicht unbedingt das, was ich jetzt eigentlich sehen wollte. Ich hätte ehrlich nochmal lieber erstmal ein bisschen weiter equipped. Und ich sehe auch eine Bastion. Krass, okay. Ich sehe, ist das eine Bridge? Ich glaube, das müsste eine Bridge sein. Ich gehe erstmal zur Bastion, loote nochmal da, weil ich würde sehr gerne mit Fire Resistance spielen und nochmal ein bisschen mehr essen. Ist sehr, sehr gut, dass ich mich hier in die Richtung gebaut habe. Okay, ein Bane of Arthropods Schwert. Ich habe, Bro, noch mehr goldene Karten. Ich habe 21 Stück. Oh, okay, das ist krass. Das ist sehr, sehr gut. Okay, also wenn wir dadurch Essen bekommen können, ist ja auch für deinen Fight später wichtig, ne? Weil du kannst ja später, also im besten Fall dazu was essen, wie goldene Karotten, das wäre krass. Goldene Karotten würde ich dankend annehmen, auf jeden Fall. An dieser Stelle werde ich verfolgt von einem Endermann. Maybe mit Blöcken versuchen, dir ein Dach zu bauen. Oder eben auch unter die Erde bauen, aber das, du brauchst halt zu lange, um den abzubauen, ne? Macht das Ganze jetzt nicht besser, ja? Okay. Aber ich glaube, ich habe die Mission geschafft. Oh, okay, das war taktisch und ich habe es aber geschafft, glaube ich. Boss, Retalk. Ja, oh mein Gott, 3 Herzen. Hast du noch Essen? Ja, 3 goldene Karotten. Ich habe Gateway, Ist es gut? Das ist halt ein Weg für mich wieder, also dann muss ich mich nicht in die Mitte bauen, aber ich habe ja noch gar nichts und ich baue Zeug für dich. 6000 minus 75. Ich habe ein Crossbow. Wow. Das ist geil, das ist sehr geil. Ich habe auch ein paar Pfeile. Das Red Upgrade brauchen wir nicht. So, was mache ich? Brauchst du noch mehr Holz oder was? Safe bestimmt irgendwann. Ich glaube, du musst am besten... Festung suchen. Festung, ja. Und wir brauchen halt Pfeile. Und Bogen oder Crossbow. Ich habe eine... Oh mein Gott, ich habe einen Stack Pfeile, Heiko. Das ist sehr geil. Auch sehr geil. Ich kann auch Bogen machen. Ich habe Strings. Ich habe alles.
Das ist übergeil. Bro, ich könnte halt legit versuchen, mit dem Zeug, was du jetzt hast, den Ender Dragon schon zu töten und dann full für dich equipped farmen. Also ich sag, mit dem Stuff würdest du es halt schaffen, ne? Ich glaube auch. Ja, dann gehe ich jetzt zu dem Gateway und versuche zu killen, oder? Mit dem Stuff, den wir jetzt haben. Also wir haben auf jeden Fall genug Stuff, so vom Ding. Ich habe eh noch nichts gefunden. Also wenn, dann würde ich eh wieder neu suchen danach. Hab eine Festung. Ah, aber ich glaube, das ist eine richtig kleine. Das ist nur so ein Tower, wo gar nichts drin ist. Ah, Pain. Dann werde ich jetzt durchgehen. Ja, mach das. Bin beim Dragon. Warte, wie schnell aber nach 17 Minuten? Das, ja, so jetzt eigentlich geil. Ich muss ja so eklig rüberbauen. Bin tot. Nein, Heiko. Ah, nervig, Alter. Oh mein Gott. Dragon hat mich hochgenockt. Es sind aber alle Kristalle down. Einer lebt noch. Mann, ich brauche ein Eisen-Ingot. Ist das... Ja, ich trade jetzt einfach mal mit denen da drüben. Ich hoffe, dass die mir aus 15 Gold-Ingots einmal Eisen droppen. Und dann ist das eigentlich der große Golddurchbruch. Oh mein Gott, ich hab Eisen. Oh, ja, ich hab Nuggets. Ich kann die Goldblöcke abbauen und hab damit eine Eisenspitzhacke. Das war auf dem vorletzten Gold. Timing war super. Ja gut, dann gehe ich jetzt nochmal das restliche Gold abbauen. Damit trade ich mir im besten Fall nochmal ein paar mehr Fire Resistance Potions. Und dann wird ordentlich abgefarmt. Jetzt halt nochmal ein paar Enderperlen, damit ich da schnell rüber traveln kann, wäre auch ein Traum. Aber ich glaube, ich gehe jetzt aber trotzdem rüber zur Festung und versuche vielleicht dort nochmal nebenbei zu traden. Ich will Wither-Skelette töten und nebenbei traden. Ich glaube, das fühlt sich jetzt gerade noch ein bisschen wie wasted an. Na, nochmal eine Bastion, soll ich da rein? Wäre, glaube ich, geil, oder? Noch ein bisschen Pfeile oder so. Pfeile halt mehr, ne? Ja. Aber die ist so weit weg. Ich glaube, ich nehme eine Fire-Resi. 1, 2, 3, 4. Doch nicht. Dass ich halt diese Endlich! Oh! Endlich! Mit Boot! Oh mein Gott, stimmt, Elydra! Wir werden halt leider keine Raketen bekommen, aber ich würde dir zwei Entities direkt nebeneinander. Ich würde dir empfehlen, geh als erstes in das Boot rein, von unten einfach genau senkrecht hochbauen, weil dann hast du am wenigsten Stress. Und Basti ist jetzt auch in der ersten Festung, also in der Source and Valley Festung, die sieht echt gut aus. Hoffen wir, dass hier ordentlich was spawnt. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Ich bräuchte gleich auf jeden Fall ein paar Blöcke noch, wenn das geht. Ja. Alter, die Wither-Skelette machen unfassbar Schaden. Wie viel machen die Damage? Kannst du nicht genau sagen, aber es war auf jeden Fall so viel, dass ich auf jeden Fall keinen zweiten Hit haben möchte. Wither-Skelette Nummer 4, Nummer 5. Ich habe so eine super Festung, hier sind so viele. Okay, dann bin ich wieder back. Wichtig, Heiko, wichtig. Mann, da lebt immer noch irgendwo ein Crystal. Hab alle. Okay. Ich werde aber jetzt starten. Ich kann jetzt ein bisschen hier traden mit den Kollegen. Stark. Hä? What? Was war das denn? Was passiert? Ich bin einfach gestorben. Der hat mich irgendwie berührt oder so, aber ich check nicht wie. Normal berührt er ihn doch da nicht. Hitbox-Update. Ey, vielleicht wirklich ja. Also normal kann man da hin, ohne dass er dich hittet. Boah, steh, ich sag dir, ich habe so eine Boss-Festung. Schön die Blaze-Spawner abbauen, damit, Mobcap logischerweise nicht durch Blazes belegt wird, Leute. Falls ihr euch wundert, warum ich das mache. Stegi wird ja auch keine Ender-Augen mehr brauchen. Den Part hat er schon mal. Stegi, ich hab den ersten Kopf. Du hast jetzt schon den ersten Kopf. Also, ich sag mal so, mein Glück will ich jetzt hier nicht herausfordern, aber in dem Tempo, mit der Festung... Das würde fast bedeuten, ich sollte direkt jetzt schon meinen Job anfangen, ne? Ja, aber ich sag dir auch ehrlich, ich hab nur voll Goldrüstung. Also aktuell weiß ich nicht, ob ich jetzt so im Modus bin. Also ich weiß nicht, ob ich mit dem Stuff momentan einen Witherdown bekomme. Ich bin gleich von unten am Boot und dann habe ich gleich Elytra und so. Ich hoffe, du kannst mir halt, also wenn du mir da halt Rüstung draus geben könntest, so Dia Chestplate und so, das wäre halt geil für mich, ne? Ja, komplett. Oh mein Gott, okay. Ich gebe dir jetzt schon mal Backpack-Sachen durch. Dir Spitzhacke würde ich erstmal behalten, oder? Zum Block abbauen, oder willst du? Ja, nimm du. Ich brauch's nicht. Nee, nimm du. Wenn du nein, nimm du. Oh mein Gott, Alter. Aber später, wenn du Netherrack in der Nähe hättest, könntest du ja da einfach 2 Sekunden durchlaufen, weil dann hast du über viel Netherrack. Ja, aber jetzt gerade baue ich ja nichts ab, weil ich jetzt gerade ja wirklich aktiv bin. Okay, smart. Das kannst du, Bro, beide Teile Prop 4 unbreaking. Also, boah, ist das geil, ne? Ich habe auch schon gesehen und gedacht, Digga, wie clean ist das denn? Bro, du lieferst ab. Ich sag dir ehrlich, das ist die beste Festung, die du dir vorstellen kannst. Selbst ohne Looting, glaube ich. Also hier sind so viele. Wenn ich nicht einen Ultra-Fehler mache, kriege ich das hier easy eigentlich geil runtergezockt. Also ich sag dir ernsthaft, wir müssen uns ja davon jetzt irgendwann entscheiden. Ich würde sagen, geh damit jetzt ernsthaft. Also wenn du jetzt ein Portal sehen solltest, geh da durch. Echt? Und zock den Drachen, ja. Okay, habt ihr noch einen Dia-Harnisch schon mal reingemacht? Ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt nur noch nicht die most lucky Drop-Rate aller Zeiten. Ich habe 23 Wither-Skelette, einen Kopf, ist aber noch voll im Rahmen ohne Looting. Das Ding ist halt, wir wissen auch nicht, wie weit die anderen sind. Wer weiß, vielleicht suchen die sogar noch eine krasse OP-Festung. Die habe ich momentan auf jeden Fall. Source and Valley, das knallt hier. Komm, Bro, du gibst mir ein Gefühl, dass du mir den zweiten gibst.
Habt ihr nochmal zwei Healing-Tränke reingemacht? Ja, 40 Minuten. Wenn man mal vergleicht, wie unser Stuff am Anfang so aussah, ist das jetzt schon... Läuft gut. For real, läuft sehr, sehr gut. Boah, 4 Wither-Skelette kommen. Einer wird droppen. War komisch, aber hat irgendwie nicht gedroppt. Okay, ich habe 2 jetzt gelootet. Jetzt leider kein Glück mehr. Dann würdest du sagen, ich fliege jetzt erstmal lieber weg und schaue eher, ob ich einfach Dings finde. Würde ich sagen. Was ist nämlich Kopf Nummer 2? Oh, ja, okay, dann auf jeden Fall weg. Ja, ja, true. 37, 2 aus 37, ohne Looting. 2,5er Droprate. Festung! Ja! Stark, sorry. Das setzt Emotionen frei. Ich bin wieder bei meinem Gateway. Rein mit dir jetzt, Fabo. Ey, aber das nervt, weil jetzt habe ich kein Looting-Schwert für dich. Ja, ich habe kein Looting. Ah, ist das eine geile Festung? Und das Host and Valley! Oh mein Gott. Ich bin wieder drin, Mann. Yeah. Versuch Nummer 3. Jetzt geht's immer in den Kranken. Alter, 3! Oh mein Gott, Heiko, hier sind so viele. Ey, Mann, der tötet mich jetzt schon wieder direkt. Ey, diese Hitbox-Scheiße. Sorry. Wie viele Pfeile haben wir? Meinst du, ich kann wasten? Oder soll ich nur Mini machen? Ich hab 2 Stacks. Ja, dann verbaue ich meinen Stack, oder? Morgen. Der daraus rollt. Ich hab einen! Ein Skull? Ja! Ey, ohne Looting einfach so? Alter, mal ohne Looting. Ohne Looting einfach so? Mal ohne Looting einfach so. Chill, Dragon perched. Boom! 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 Boom. Boom! Boom! Boom. Hälfte ist weg. Dragon Purge, glaube ich, wieder. Okay, ich glaube, ich muss noch einmal warten, bis er purge, dann ist er tot. Oh, let's go. Mach ihn! Ich hole ihn mir! Boom! 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 Dra ist tot. Oh, let's go, Heiko! Ich geh ab in den Gateway und ich werde dir so lecker schmecker Sachen holen jetzt. Let's go! Oh, geil. Wir sind an dem keine Leiter hatte. Oh mein Gott, ich bin erschrocken. Oh, ich auch, Alter. Alright, Okay, dann beeilen wir uns jetzt. Da das Battle aber noch nicht vorbei ist, nehme ich an, dass auf jeden Fall Fabo noch keinen Wither getötet hat. Alright, Stegi, it's time to shine, wir müssen was liefern. Wir haben uns, by the way, auch darauf geeinigt, auch nochmal vielleicht interessant, dass wir logischerweise den Wither nicht in der Bedrock-Decke, egal ob im End oder im Nether, töten. Es geht darum, dass die Nether-Spieler ihn auf jeden Fall im offenen Kampf sozusagen besiegen müssen. Dass man sich mal vielleicht einmal versteckt oder so, ist alles okay. Aber ja, ich glaube, ihr versteht, dass das jetzt nicht so cool wäre, wenn wir den trappen. Ich habe einen RIP. Portal zurück, ja. Oh mein Gott, auf geht's, G. Das ist sehr gut. Dann, ich laufe da hin. Dann müsstest du gleich nochmal die paar Protection-Sachen, glaube ich, durchgeben. So auf Nummer sicher. Aber dann sollte es eigentlich machbar sein. Hast du daneben geworfen? So, ich bin da und hoffe, dass ich mit den Pfeilen es hinbekomme. Heiko, no joke, hier sind 8 Stück gerade. Das sind 2 Skulls. Du musst nur dran glauben. Komm. Würde ich auch sagen. Glaubst du dran? Ich glaub dran. Das ist gut, das ist nämlich wichtig. Du musst nämlich dran glauben. Ja! For real? Ich hab einen! Let's go! Was ist Looting, Alter? Aber du brauchst ja trotzdem Equip, Alter. Du kannst ja nicht mit Stein Equip gegen den fighten. Außer du machst ihn am Spawn, dann wäre insane, Alter. Bow-Spam und dann halt mit Diag ist einfach am Spawn niedermähen. Oh mein Gott, ich auch. Mann, wirklich, irgendwas ist so... Nein. Nie wieder Chorusfrucht, ich brauch den Spielschutz. Nein, war das in Chorus? Ja. Oh, nee, Frucht, ne? Von Abhang tippet. Oh mein Gott, ist das Pain. Boah, Heiko, jetzt Shepherds. Ja, wir haben 2. Kommst du da wieder hin? Das geht. Komm. Zieh. Oh mein Gott, mein Aim ist wirklich da. Okay, das ist vielleicht sehr, sehr gut, was da passiert ist. Weißt du, was diese Todesnachricht heißt? Was? Dass er an Wither-Schaden, Fallschaden gestorben ist. Also, dass er an Wither-Schaden gestorben ist. Oh, echt? Aber kann ja wird von einem Wither-Skelett sein. Ja, ja. Denk auch, weil Wither hätten wir auch gehört, dass er da gespawnt wird, oder? Genau, ganz genau. Ich hab den dritten Kopf! Jawoll! Oh mein Gott. Jawoll, guck! Ja, okay, du hast recht. Alright, ich überlege, wo ich ihn am besten fighte, ob ich trotzdem auf die Nether-Decke gehe, um einfach dort den cleansten Kampf zu haben. Dafür brauche ich eine Enderperle. Läuft alles bei dir nach Plan, Stegi? Es läuft alles nach Plan, glaube ich, ja. Er ist am Purgen wieder. Das heißt, danach soll es noch ein Purge sein, wenn ich bedenke, 25%, da darf ich Damage machen gleich. So, ich gehe nach hinten und zack, 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 zack. Ein einziger Perch noch, dann habe ich ihn. Außer du gibst ein paar Pfeile, aber ich glaube, du brauchst die halt echt, ne? Ich kann dir halt, sobald ich halt, ne, bei dem Part raus bin, kann ich dir die geben. Hab eine riesige City, eine riesige. Oh mein Gott, eine riesige! Mit Schiffi, Miffi sogar, mit Schiffi! Jawollo! Oh, wait, du kannst geil. Mir Lytra geben. Ich kann dir Lytra geben und ich kann dir... Ja, okay, ich gebe dir die. Ist okay. Leute, wir spawnen den... Wither! Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, ne? Kann dir noch... Kursfrüchte geben zum Wegporten, Gold, Eisen. Ja, ich muss da jetzt erstmal durch, Bro. Aber das Einzige, was ich brauche, wird halt maximal Essen sein. Alter, was?
Nein! Wie, die haben den schon? Also ich dachte, die haben Glück. Das sind jetzt Probleme. Vielleicht ein Looting oder so. Egal, Stege muss den Dragon machen, wir haben das. Komm mal auf zur Festung. Alter, das war unser Sound, ne? Das war unser. Das war unser Sound. Boah! Genau, weil ich Quick Charge 2 habe, Leute, reicht das aus, um ihm Damage zu machen. Achtung, Basti! Ja? Mein Drache sollte... Jetzt aus. Auf geht's, Stegi! Jawoll! Dann kann ich jetzt nur noch hoffen, oder? Ja, du kannst gerne hoffen. Enderperlen vielleicht, irgendwie sowas? Enderperlen kannst du mir gerne ran... Also Enderperlen könnten hilfreich sein, ja. Ja. Wait, was? Das ist aber der Enderdrache. Ich wäre wieder bei der Festung jetzt. Hä? Haben sie haben beides geschafft? Nee, der Wither ist noch nicht tot, oder? Wir haben beides gemacht, doch. Doch, das ist der Enderdrachen Death Sound. Ja, aber der Wither Death Sound war ja noch nicht. Das war nur der Wither Spawn Sound. Ja, damn. Aber ich glaube, es ist over, Heiko. Ich habe jetzt die Hälfte. Down. Ich habe ihn down. Jawohl. Bro, das war fast flawless am Ende. Ist das ernsthaft? Geil. Ja, Bro, es ist ein Traum. Ein sehr absoluter geil. Traum. Nein, hast du doch recht. Nein, ich habe doch recht. Schade, Mann. Schade, Alter. Zwei Karotten hatte ich noch. Zwei goldene Karotten. Geil. Bro, ey, dass wir ihn fast gleichzeitig gemacht haben. Über ja, crazy, hä? Cool. Bro, Comeback, wir lagen hinten. Sie haben gepressured mit dem Drachen. Bro, was eine geile, was waren das für intensive 55 Minuten Hilfe, wie krass. Halt wirklich. Ich hätte gedacht, es dauert länger. Ich dachte, wir hätten jetzt so. Aber da zeigt sich halt mal wieder das Team, muss ich ehrlich sagen. Super Job im End. Wirklich, du hast die End-City, du bist ruhig geblieben. Hast mir den, ohne deine Rüstung hätte ich es niemals geschafft. Also Leute, lasst unbedingt ein Like da. Schaut bei Heiko, Stegi, Fabo, bei allen dreien vorbei. Wie gesagt, Craftec 11 läuft genau in diesem Moment. Alle, also wir alle laden super viele Videos hoch. Schaut auf jeden Fall bei allen Kanälen vorbei. Lasst unbedingt ein Like da. Abonniert alle Kanäle und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, 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 ciao.